Fernab von zu Hause, ja. Individualisierung. So, wo sind wir? Reifen. Haben wir nicht viel. Ist alles nur für Schnellstraße. Müssen wir Rang 6 sein. Schlecht, 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 schlecht. Jetzt eine Frage, sind größere Reifen besser? Die haben zumindest mal so eine andere Rifflung, aber das heißt ja nicht, dass die sich hier verändern. Ne? Aber größer wäre schon mal besser, denke ich mal. Winde. Können wir nichts ändern. Diffsperre. Freigeschaltet. Ist schlecht. Ersatzrad. Nein. Schnorchel. Nein. Rahmen. What? Wie pro seismisches Modul. Spezialausrüstung zur Abtastung des Bodens unterhalb des Fahrzeugs nach Straßenschäden, Löchern, Mineralien und anderen Ressourcen. Was? Alter Verwalter. Hier, das ist die Kupplung für den großen Anhänger, den ich meinte. Ja. So. Schnellgetriebe, Offroad-Getriebe, Motor. Haben wir drin, oder? Ne, den haben wir drin. Widerstandsfähigkeit ist... Spritverbrauch ist besser. Widerstandsfähigkeit geht runter. Okay, ne, machen wir nicht. Erhöhte Federung. Wollen wir das machen? Montieren? Haben wir sogar. Nice. Nehmen wir mit. Und Reifen lassen wir dann doch so. Was sollen wir die drauf machen? Hä, komm. Oder? Komm, das Geld haben wir doch, oder? Komm, machen wir. Ich meine, das ist unser einziger Truck momentan. Das ist unser Schätzchen. Das hier ist auch so typisch amerikanisch, oder? Jo. So, Lackierung kann auch so bleiben, oder? Oder sollen wir alles in dem machen? Nee. Ist auch doof. Na, lassen wir es so. Werkstatt verlassen. Oder? Puh. So. Motor an. Ja, letzte Folge haben wir uns ja so gewundert, oder ich habe mich aufgeregt, dass wir überall stecken bleiben. Ja. Hat ja vorher geregnet, ne? Also. Also wir werden wirklich viel Probleme haben. Also ich meine, hoffentlich nicht. Hoffentlich haben wir ja... gute Fahrt. Dann müssen wir jetzt erstmal hier den Anhänger holen und dann schauen wir mal weiter. Einfach immer weiter Vollgas, nicht aufhalten lassen. Wer stehen bleibt, verliert. Der bremst, verliert. So geht's ja, ne? Ja. Also, die zweite Ausfahrt müssen wir rein. Also, keine Ahnung, wo diese Fehler herkommen. Was ist da? Warum müssen wir da nichts? So, hier ist noch der Tankanhänger, den können wir uns noch holen. Aber es sieht so aus, als ob das eine Aufgabe wäre.
Ich sehe schon, wo wir hier reinfahren. Ja, ja. Ich sehe es schon. Anhänger an Kopf. Heilige Mutter Maria. Wir haben Betonklötze dabei. Und wir drehen durch. Erstmal low. Lenkung gerade. Das packen wir auch niemals. Das sehe ich doch jetzt schon. Wir drehen doch nur durch. Wie soll ich denn diesen Karren dahinter schleppen? Nee, kannst vergessen. Vielleicht habe ich die Aufgabe einfach viel zu früh angenommen. Ja, kann auch sein. Ja, also. Ja, das sieht nicht so aus, als ob wir hier was machen würden. Gar nicht sieht das so aus. Es nicht mal den Anhänger hier rauszuziehen. Nee, nix. Kein vor, kein zurück. Rampe aktivieren. Hui. Nein. Anhänger lösen. Ja. So. Einmal raus hier. Bremse aktivieren. Seilwinde ziehen. Warum geht das? Das verstehe ich nicht. Und wir stehen jetzt auf der Straße, klar. So. Anhänger, komm. Los. Enttäusch mich nicht. Oh nein. Oh nein. So. Packen wir das jetzt. Wenigstens auf der Straße. Ja.
So, gleich mal niedrig rein. Und gucken, ob wir es schaffen. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Okay. Das war sehr schön. Und wir sind wieder in der Spur. Knick. Weg ist er. So ein Schnellding, ne? Boah, das verbindet sich immer mit dem nächsten. Das ist natürlich super. Aber schlecht, weil wir in die Richtung nicht gezogen werden wollen. Wir werden ja gerade ausziehen. Ey, mit dem riesen fetten Ding da hinten dran. Los! Gib Stoff! Wenn ich den Anhänger erstmal auf dem festen Weg habe, fahre ich nie mehr davon runter. Nie mehr. So, da vorne ist schon die Kurve, ne? Und danach kommt schon wieder die feste Straße. Das heißt, wir haben es bald geschafft. Wir haben es bald geschafft. Ja. Der langsame Gang, der hilft uns auf jeden Fall. Slow Gear. So zuckeln wir langsam durch. Weißt du, dass Slow Gear einfach verhindert, dass der Reifen durchdreht? Also, dass dann die Kraft verringert wird, bis der Reifen halt sich nur noch ganz langsam dreht und dann wirklich vorankommt. Sieht man ein bisschen, dass die Reifen verschieden schnell drehen. Das ist dann, ja. Das wird jeder Reifen dann verschieden angesteuert. Das ist ein schlaues Getriebe, eigentlich. Aber nicht schlau genug für die Dinge, für die fetten Pfützen behalten. So, gerade eben haben wir hier vor der Straße schon richtig fett gehangen. Wird natürlich super, ja. Freue ich mich schon drauf jetzt. Und wir hilft es einfach in automatisch zu gehen. Auf alle Reifen einfach mal richtig Power, richtig Dampf ist. So, jetzt wieder ein Lang Low. Nix, okay. Können wir? Jawohl. Oh, nice. Los geht's. Auf. Haben wir den gerade einfach so ausgezogen. Ich habe mir gerade eben schon so gehangen. Hänger lösen. Bremse anziehen. Oh, was ist das zu weit weg? Kann zu weit weg sein. Ah, genau. Los. Komm ran. Los. Aus dem Schlamm da raus jetzt. Drecksack. Auch wenn ich eben sagte, es könnte vielleicht zu schwer sein. Die Winde nicht packt, packen wir. Los geht's.
Der Anhänger, was macht er denn? Anhänger! Voll den Berg hochgerollt. Anhänger ankoppeln und weiter geht's. Ich bin mal gespannt, ob der Strommast auch weggeht oder ob da jetzt einfach der Strommast liegen bleibt und wir einfach nur Strom haben dann. Keine Ahnung. Hoffentlich ist er weg. Hoffentlich können wir da langfahren. Wir müssen doch in diesen Matschweg nicht mehr langfahren. Meine Güte, ey. Bauernhofweg da hinten. Wortwörtlich, weil der Bauernhof da hinten ist. Abladen. Jawohl, er steht wieder. So, wir haben aber noch jede Menge Beton hier drauf. Ich weiß jetzt nicht, was ich damit anfangen soll. So, fahren wir zur Werkstatt. Stellen den Anhänger dahin. Ja, den Anhänger müssen wir auch mal irgendwann wieder abholen. Jetzt nicht, aber ich werde das schon. Neues. Oh, leck! Leck um hier. Was haben wir jetzt für eine Mission? Oh, wo sind wir jetzt hier? Leute, nein! Wo bin ich hier reingefahren? Warum? Das ist gar kein Hilfeweg hier. Das ist genau so ein schlechter Weg. Ich hab mich verarschen lassen. Jetzt steht der Anhänger hier. Ich würde nach vorne. Komm. Auch noch berghoch. Pack mir doch niemals. Vielleicht doch. Hier geht's gar nicht zum Dings, zum Werkstatt. Hier geht's zur Tankstelle. Ich glaube nicht, dass ich es packe. Den Anhänger hier durchzuziehen. Sehr schön. Am liebsten würde ich den Anhänger einfach irgendwo in die Ecke schieben und stehen lassen. Wo soll ich mich denn hier festbinden? Hier kann man sich nicht festbinden. Soll ich jetzt hier nach rechts ziehen oder was? Hilft doch nix. Ich meine, ich kann Anhänger lösen. Bremse anziehen und versuchen. Dein Ernst? Das war schon zu weit.
Können sie auch nirgends festmachen, ne? Meine Güte. Der Anhänger, der ist mir sowas von egal. Aber der Weg hier nicht. Der Weg ist mir nicht egal. Okay. Schauen wir mal, was haben wir für Aufgaben hier? Sea River. Verlorener Container. Da liegt er. Wir müssen hier hinten rum, da rum. Okay. Ohne Anhänger ist das Leben noch viel schöner. Aber wir müssen es auch annehmen, ne? Verfolgung starten. So, einmal zur Tankstelle. Vollen Tag ist das schon wieder so. Fahren wir da lang. Gleich die nächste links, links. Und da kommen wir wahrscheinlich nicht durch, oder? Wenn es geregnet hat. So, sollen wir mal nach dem Truck gucken, was der hat? Am besten, ne? Gucken wir mal nach dem. Das sieht aber schon wieder schön matschig aus. Von wegen schön matschig. Junge. Bin jung. Komm. Auf. Bin jung. Scheiß Ernst. Die Bäume knicken einfach ab. Sehr schön. Ihr merkt schon, ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mit diesen ganzen Matschpfützen hier. Man kann einfach nichts mehr machen. Nee, 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 nee. Ich will den hier. Ich klicke den an und hätte gern, dass ich da reinkomme. Danke. Okay. So. Dass wir gleich nebenan sind, ja.
Sieht immer super aus, ne? Der einen riesen LKW da in so ein Matschloch reingefahren. Aber wo soll ich denn bitte sonst langfahren? Also, hab ja sonst keine Chance. Es ist ja nichts in der Nähe. Was für eine Straße soll ich denn sonst fahren? Jetzt geht's wieder so voran hier. Truck um Truck um Truck. Ich pack den jetzt einfach mal am Felsen hier, in der Hoffnung, dass der sich am Felsen festhängt. Oder auch nicht. Jawohl. Wo will denn der hin? Was macht er denn? Stellen wir hin? Hier, hä? So. Handbremse anziehen. Ich hab so die Handbremse angezogen. Warum rollen denn die Reifen von ihm einfach? Ich versteh's nicht. Fuck, wechseln. Die Handbremsen sind immer noch angezogen. Oh nein, wir haben Steine in dem Reifen. Okay. Können wir uns an den Baum hängeln? Dass wir den hier gar nicht mehr brauchen. Unser Kollege hier. Der trotz angezogener Handbremse immer noch rollende Reifen hat. Was ist das für ein Baum? Ein guter Baum. Jawohl.
hängen wir hier immer noch an Steinen fest. Das hält er nicht aus. Der Baum hat nicht mal eine Animation mitgemacht. Gut. Jetzt hängen wir hier mit den ganzen Steinen. Oh. Oh, packen wir es? Jawohl. Oh. Ich stelle euch mal vor, wir müssen hier noch mit dem anderen Anhänger hier lang fahren. Das Fleisch wird ganz vergessen. Oh nein, es wird wieder ganz zurück. Noch schwieriger? Warum? Das ist doch schon schwierig genug. Hat er jetzt schon eine Stunde lang hier an dem einen Eck gehangen. Das Spiel hasst mich. Spiel, dass ich aufgebe, ne? Dein Ernst? Da war nix, da war nur Wiese. Ich werde wirklich wütend, ne? Guck mal, der Vorderreifen. Wo hänge ich denn hier? Hm. Hallo? Na? Na du, musst du dich wieder rausziehen, ne?
Kopfhörer erschreckt mich nicht so. Okay, Akku ist gleich leer. Handbremse. Zack. Truck wechseln. Ist, glaube ich, besser, wenn wir ziehen und fahren gleichzeitig. Also, ich bin kein Profi, aber ich würde mal sagen, ja. Meine Güte. Meine Güte. Raus hier, los. Er schaltet wieder und schaltet wieder und macht nichts. Warum schalte ich nicht wieder hoch und runter? Lol, was ist mit dem passiert? Warum ist er so zusammengezockt? Warum ist er so... Oh, der hat weiter Reifen. So, Motor abstellen, Truck wechseln. Leerer Tank, ja, aber der hat alles kaputt. Der hat alles kaputt. Ja, also wir haben doch hier gleich nebenan so einen Reparaturanhänger, ne? Sollen wir den mal ranholen? Danke. Oder ist der für eine Mission? Reparieren. Das sind jetzt wir. Das will ich aber nicht. Obwohl, können wir auch machen, ja. Hallo. So. Das will ich aber nicht. Ich will von... Dass der hier repariert wird. Bergen, nachtanken. Nee, reparieren. Ist der Anhänger nicht nah genug, oder was? Fuck, weg. Können wir den jetzt nicht reparieren? Reparieren. Ah! Okay. Alle. Zack.
Wo stellen wir den hin? Meinst du, super toll, da wir, der gerade eben gestanden hat, kriegen wir den eben nicht wieder hin. So ungefähr kriegen wir dabei hingestellt, ne? Ja. Ungefähr. Wir sind so. Jetzt braucht er noch Sprit. Hatten wir da nicht noch einen Anhänger irgendwo? Ersatzteile für Bohrung. Müssen wir auch noch holen. Da kommen wir eh nicht hin. Wie sollen wir denn da hinkommen? Verschollener Öltanker ist da oben. Hier ist auch einer, ne? Tankauflieger. Hinter den Fichten. Was ist das? Wissen wir nicht. Sollen wir versuchen, den hier rauszuziehen? Könnte was werden, ne? Und selber müssen wir auch bald tanken. Jetzt hat es wieder geregnet. Wir kommen da eh nicht durch. Das, ein Schlammfest wäre das da hinten. Ich sag's euch. Knapp. Ja, wohl. Hier geht's. Hier geht's. Aber pass auf, wenn wir gleich einen Anhänger drin haben, dann. Ist vorbei. Minion, ja, das ist vorbei. Hinter den Fichten, nicht weit von hier, gibt es einen Ort in den Bergen, der fantastische Ausblick, der fantastische Ausblicke bietet. Ich entspanne dort gerne von Zeit zu Zeit. Warum siehst du ihn dir nicht mal an? Aber zerstöre auf dem Weg dorthin nicht zu viel. Belohnung. Wir schalten schon mal gleich in Low. Nein, er steht zu weit weg.